Es ist, glaube ich, kein Wunder, dass wir in diesen wenigen Tagen vor dem Weihnachtsfest und in dieser Zeit des hohen Advents, wie wir diese letzte Phase des Adventes nennen, solche Texte hören wie in den letzten Tagen. Und es ist wohl auch nicht ohne Grund so, dass man bis heute gerne sagt, bei schwangeren Frauen, dass jemand in freudiger Erwartung ist. Ein uraltes Motiv, die Schwangerschaft und auch all das, was damit zu tun hat. Bereits am Dienstag haben wir ja zwei Geschichten, alttestamentlich wie neutestamentlich, gehört. Die Verkündigung der Geburt des Simson, Manoachs Sohn. Und wir haben die Verkündigung an Zacharias gehört, der ihm in seinem und seiner Frau vorgerücktem Alter einen Sohn verheißt, Johannes, quasi der Neffe zweiten Grades von Jesus. Und gestern haben wir dann die wohl bekannteste Verkündigungsszene gehört. Der Engel Gabriel verkündet Maria, dass sie schwanger werden wird. Auffällig daran, und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, diese so altbekannten Texte immer wieder zu hören, ist, wenn wir genau hinschauen, dass die Menschen dort in den Geschichten häufig ganz anders reagieren wie wir in unserem Alltag. Zacharias bei der Verkündigung durch den Engel Gabriel, Maria bei der Verkündigung durch den Engel Gabriel und all die Umherstehenden. Gestern zum Beispiel, Maria erschrak über die Anrede. Ist das nicht komisch? Sie erschrickt gar nicht darüber, dass ein Engel zu ihr spricht. Sie erschrickt nicht darüber, dass sie quasi so etwas wie eine Vision hat. Das ist nicht ihr Thema. Das Thema dieser Begegnung ist, sie erschrickt über die Anrede, über das, was der Engel sagt. Du bist eine Begnadete, der Herr ist mit dir. Darüber erschrickt sie. Sie, das Mädchen vom Land aus Hintertupfingen, ein Mädchen von 14 Jahren, der nun verheißen wird, dass sie den Sohn des Höchsten, den Nachfolger König Davids, gebären soll. Er soll noch viel mächtiger sein. Das flößt ihr Respekt ein. Nicht der Engel an sich. Ganz offenbar hat sie bereits eine ganz intensive Gottesbeziehung, dass ihr solche Stimmen, und jetzt meine ich nicht irgendwelche Stimmen, die wir hören, ich meine keine Verrücktheiten, sondern so tiefe innere Gewissheiten, damit ist sie schon vertraut. Die Größe dessen, was ihr da verheißen wird, das flößt ihr Respekt ein, das flößt ihr auch Zweifel und Fragen ein. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Das ist ihre Frage. Nicht, dass der da geboren werden soll, Sohn des Höchsten, aber wie soll denn das überhaupt passieren? Wie funktioniert denn das? Und am Ende der Geschichte, Schwestern und Brüder, heißt es nicht, okay, na dann. Maria hat auch zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens jemals Ja gesagt. Maria sagt etwas viel Größeres. Fiat mihi, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das ist deswegen viel größer, weil sich Maria in diesem Moment anvertraut mit ihrem ganzen Leben. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber auf dein Wort hin werfe ich die Netze aus, so werden es später die Jünger sagen. Ich habe zwar keinen Plan, wie das funktionieren soll, am Tag Fische zu fangen, aber wenn du es sagst, Herr, dann tue ich es.
Das ist dieses tiefe Vertrauen auf den anderen, auf den Größeren, auf den, der es gut mit mir meint. Und das ist die Haltung, die wir einüben wollen im Advent und die sich auch verbindet mit unserem Leben, an genau dem Punkt, weil jede und jeder von uns Fragen, Skepsis, Zweifel in sich trägt. Es geht nicht darum, sie hinterm Berg zu halten. Es geht nicht darum, sie zu unterdrücken. Es geht darum, sie genauso offen zu äußern, wie Maria sie äußert. Und vielleicht genau dadurch auch an den Punkt zu kommen, an den Maria kommt. Sich dennoch, trotzdem, was da alles ist an Dunkelheit und Zweifel, sich dem Licht anzuvertrauen. Und noch eine andere Fremdprophetie begegnet uns heute. Wieder so eine bekannte Geschichte. Maria geht zu ihrer Cousine Elisabeth. Sie tut nichts, als dass sie Grüß Gott sagt. Sie begrüßt sie. Alles andere kommt ihr von Elisabeth entgegen. Und Elisabeth, diese alte Frau, diese alte Cousine, diese Vertraute und Verwandte, ist ganz sensibel für ihre inneren Regungen. Sie spürt, dass das Kind, das sie selber ja in hohem Alter erwartet, eine Fülle für ihr Leben sein soll, die sie überhaupt nicht mehr erwartet hat. Die ist ganz sensibel für das, was sich in ihrem Leib tut. Und dass es genau in diesem Moment ist, als Maria sie grüßt. Und sie gibt ihr diese große Wertschätzung zurück. Auch das ist doch etwas, was der Advent uns vielleicht mitgeben will. Auf unser Innerstes zu hören. Daraus auch Schlüsse zu ziehen für die Art und Weise, wie wir Beziehungen leben. Was wir davon, was wir in uns tragen, auch weitergeben, weiter schenken können und dürfen. Die Beziehung zwischen Maria und Elisabeth ist ganz bestimmt schon immer eine besondere gewesen. Aber diese Worte hört sie zum ersten Mal und einmalig: Gesegnet bist du unter den Frauen. Elisabeth hat doch selber den größten Grund eigentlich darauf zu vertrauen, dass Gott ein noch viel größeres Wunder an ihr getan hat als an ihre jungen Cousine mit 14 Jahren. Und doch spürt sie die Besonderheit dieser Situation, auch die Besonderheit der Beziehung, der Leben, die in den jeweiligen Menschen heranreifen. Die besondere Beziehung, die auch Johannes und Jesus haben werden, auch wenn sie sich nur einmal in ihrem Leben begegnen bei der Taufe. Zumindest erzählen die Evangelien nur davon. So ist die Einigkeit und das gemeinsame Fundament, auf dem sie stehen, bei aller Unterschiedlichkeit, wie sie es leben, doch sehr überzeugend. Dass auch Johannes, der so ein ganz anderes Verständnis vom Messias hat, dennoch diesen Jesus ankündigt. Und auch wenn er noch aus dem Gefängnis fragen lässt: Bist du wirklich der? Hat es sich wirklich gelohnt, dass ich für dich ins Gefängnis gehe? Dennoch darauf vertraut, dass Jesus tatsächlich der ist, der Hilfe von Gott ist. So sagt es sein Name. Jeshua, Gott rettet, Gott hilft. Gott ist meine Hilfe, Gott ist meine Rettung. Mögen wir mit diesen Haltungen der Menschen aus diesen ganz besonderen Erzählungen unseres Glaubens zugehen auf die Weihnacht, die geweihte Nacht, die heilige, die herausgenommene Nacht, in der scheinbar Alltägliches passiert. Irgendwo am Ende der Welt wird
wird ein Kind geboren. Und mögen wir darin das immer wieder geschehene Wunder der Menschwerdung erkennen können.